Herzlich willkommen, Leute. Es ist wieder Kriegszeit am Sonntag. Heute mega spät, kurz vor Ende des Krieges, weil ich habe in der Sonne gelegen und mir den Pelz verbrannt. Ja, und mit dem verbrannten Pelz gehen wir jetzt in den Krieg. Von daher, los geht's. Ja. Und da sind wir auch. Ja, da sind wir auch. Und ja, es ist, wie gesagt, hier, ne, wir spielen gegen Helios, ja, 6085, zwei Angriffe noch, 4700 wir und haben noch 38. Ja, also wenn wir uns nicht allzu glatt anstellen, sollte das erstmal grundsätzlich was werden. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, wir werden einfach sehen und ich würde vorschlagen, wir starten einfach rein. Das sind alle Gegner belegt, also nehmen wir uns den hier unten, 5-7, lecker Geschichte. Gucken wir mal kurz, Aramis, Blubbel, Heiler außen, sehr schneller Linie-Heiler ist natürlich außen trotzdem gefährlich. Wir nehmen das Beste, was wir haben, wie immer als erstes und schauen mal, was so geht. Ja, also das Beste, was wir haben, also das, was ich am liebsten einfach spiele. Ich spiele das einfach gerne, von daher spielen wir das so. Ja? Ob das klappt oder nicht oder wie oder was, wissen wir nicht. Wir werden es sehen. Wir starten rein. Ich bin gut drauf. Ja, ich habe auch bei Strand ja ein lecker Getränk. Mhm. Und von daher gucken wir einfach mal. Ja. Mhm. So, den hier spielen wir erstmal. Ich sehe unten rot. Die vier gelben Aramis würden mir eigentlich gut gefallen, muss ich sagen. Wir müssen aber trotzdem mal hier ein bisschen überlegen. Wir könnten auch drei gelbe in die gelbe spielen. Das geht dann in grün, geht unten in rot, bringt uns oben rot weiter zusammen. Was passiert mit dem Gelben, der Gelbe rutscht so weit hoch, dass wir den nicht gebrauchen können. Ich glaube, das war Aramis ganz gut wehtun damit. Haben ja dann Drake an. Das wiederum ist auch gut. Das machen wir auch mal. Weil Aramis muss weg. Komme, was wolle, Aramis muss weg. Dass das in Rot geht, war klar. Dass das noch zusätzlich in Gelb geht, war jetzt natürlich glücklich. Ja? War glücklich. Aber wie sagt man immer so schön, man muss ja auch mal Glück haben. Ne? Dann rotzen wir da einfach mal volles Ballett drauf und gucken mal, was noch übrig bleibt. Nicht viel. Spielen wir das mal da rein. Und dann ist er auch schon weg. Der Black Widow. Ja? Hat sich ausgewidowt. So, jetzt müssen wir kurz warten. Ja? Wer sich gewundert hat, warum hier irgendwie nichts kam die Tage, auch bei Laien, hänge ich ein bisschen hinterher. Ja, ich musste, wir haben umgebaut bei uns, ja. Ich musste komplett neues Setup hier aufbauen und so, weil demnächst zieht Formel 1 auf dem Kanal ein. Und dafür musste ich alles umbauen, umräumen und alles, ja, weil Rennsitz und so muss auch noch hinpassen und Dachbett. Ja, von daher, es, wie ist es, ja, es gibt immer was zu tun. Hornbach, hey, ja, yippie, yippie, hey, oder war das so? Na, ist ja auch real. So, das hat ja nicht geklappt. Dann gucken wir mal, dass Neo den dann noch weggeprügelt bekommt. Und auch hier oben. Ah, natürlich auch ein fieses Aas, ja. Fieses Aas. Aber Magister ist gut, der packt das. Und dann greifen wir da durch. Ja. Bin ich gespannt. Ja, ich muss hier auch noch ein bisschen, ne, also noch ist auch die Kamera, ne, also mein T-Shirt ist kaum zu sehen und so, also ich muss hier noch mal ein bisschen nachbessern. Aber das musste heute alles ganz schnell gehen, dass ich das hier noch aufgebaut kriege, sonst hätte ich es gar nicht mehr geschafft anzugreifen. Ich habe bei der zweiten auch noch zwei Angriffe, muss also da auch noch ran. Irgendwas ist ja immer. Ja, irgendwas ist ja immer. Und warm ist mir. Und verbrannt habe ich mich. Eine Bene.
direkt vergessen einzucremen. Kennt ihr das? Ja, alles eingecremt. Aber die Beine vergessen. Natürlich mega ärgerlich. Ah, schade. 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 Knapp gescheitert. Okay, Moni nimmt den. Jetzt muss ja der Gegner noch bei uns eigentlich. Zwei Angriffe sind noch. Einer ist gerade gelaufen. Das ist noch ein Angriff. War ein One-Shot gegen die Moni. Okay, jetzt steht noch Jumicho. Der noch angegriffen werden kann. Ja. Und das heißt, Stand jetzt müssen wir gut 1300 Punkte holen. Naja. Mit knapp, wa? Aber was soll's? Ich würde schon. Ich stelle mal kurz eine vorangestellte Nachricht rein und dann bin ich gleich wieder da. So, da ist er wieder. Feld ist da. Und dann wollen wir mal. Ich glaube nicht, dass wir die ganz Fetten nochmal angreifen müssen. Weil mit 34 Angriffen werden wir, glaube ich, nicht das ganze Feld räumen. Von daher gucken wir mal. Was hast du denn da? Irgendwas hat er da. Ruf dich. So. Das machen wir jetzt. Das ist auch fies. Den nehmen wir mal. Den machen wir mal in Rot. Den machen wir mal in Rot. Müssen wir überlegen. Machen wir mal so. Ey. Ne, da haben wir irgendwas. So, die 17 haben wir, lassen mal lieber die 29er bei Vivica, dass die auch in die Gänge kommt. Und dann probieren wir das einfach mal. Und starten mal rein. Ja, mag ja dieses Angreifen kurz vor Hosenschiss eigentlich gar nicht. Ja, und wenn ich das schon wieder sehe, hier das Börtchen, dann kommt es mir auch gleich wieder. So, wir haben nicht viel, von daher müssen wir ein bisschen bauen. Ja. Können ja mal hier ein bisschen bauen, dann kriegen wir zumindest ein bisschen Geld zusammen. Die Vierer-Kombo spielen wir auch erstmal. Bei den Gelben die gelbe Drachenbombe erledigen, dann haben wir danach ein rotes Match. Wir gehen in Blau, wir brauchen Bewegung. Ne? Also es geht in Blau, von daher spielen wir das auch mal. Wir brauchen nun mal Bewegung, das hilft nicht anders. Hm.
Das bringt uns relativ viel Rot zusammen. Okay, jetzt noch nicht kommen sehen. Nein, das, was das nochmal auslöste, war jetzt eigentlich nicht der Plan. Und das war scheiße, um genau zu sein. Das war scheiße. Ja, es soll so, also es ist ja schön, dass wir da noch ordentlich Schaden gemacht haben, aber Mahat sollte nicht auslösen, denn wir sind jetzt tot, ne? Also alle. War einfach ein bisschen zu viel kommen. Das war ein bisschen zu viel Kombo. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Was nehmen wir denn damit? Was nehmen wir denn damit? Nur was Grünes mit. Aber was nehmen wir mit? Nehmen das Grüne mit. Und los geht's. Deutlich. Blauer Diamant ist erstmal okay. Den ziehen wir auch mal. Damit haben wir 5 Steine. Wir brauchen aber 9. Deswegen müssen wir den spielen hier. Wenn da viel in Archie reingeht. Aber wir brauchten halt 9, damit wir Sobek auch anbekommen, weil das Team funktioniert halt auch nur, wenn Sobek halt mit draufhaut, ne? Weil dann ist auch alles weg, ja? Und darum geht's ja am Ende, dass alles weg ist. So. Okay, dann schauen wir mal noch. Was haben wir denn noch? Wir haben noch ein grünes Team. Na, die 5-7er würde ich halt, wie gesagt, gerne eigentlich umgehen. Hurricane ist auch ein bisschen räudig. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was uns am besten schützt, ne? So hardcore-technisch. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir ja Ausgleich haben. Vielleicht haben wir ja die Chance, dass wir über einen Ausgleich hinbekommen, dass der uns gar nicht so hart trifft. Und jetzt, wenn wir uns eine galante Siffel einpacken und einen Dondre. Und dann wird das klappen. Bin ich überzeugt? Bin ich einfach überzeugt? Okay. So, Diamant in Grün. Nicht so viel Rot, also bitte nicht so viel allgemein in den Hurricane rein. Ah, der Kriegsausgleich, kannst du mir auch sagen, was du willst. Ja, das ist natürlich, das ist aus meiner Sicht, dass ich das auch mache, ja. Der hat jetzt in einem Zug den kompletten Balken voll gemacht, ja? Also ein Zug, nur ein Stücke und danach den kompletten Balken. Das ist doch auch für den Arsch. Das ist doch auch für den Arsch. Was können wir machen? Wir könnten theoretisch jetzt gelb spielen, weil auslösen tut er eh. Wir könnten grün spielen, dass wir
dass wir die Grünen am Start haben. Wir könnten aber auch Gelb spielen, sodass Gelb in Gelb fällt in Hurricane. Wir haben noch eine Chance, dass eventuell sich wegkillt vorher. Ja, okay, ist nicht passiert. Ist nicht passiert. Aber die Chance war da. So. Quinnell ist weg. Das ist richtig geil. Fick dich, Spiel. Wirklich wahr. Das ist doch Kacke, 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 ist doch Kacke, 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 ist doch Kacke, 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 grün unten. Fucking grün. Wird man halt fangen, ja. Ja, dann wird es doch immer dünn, ne? Irgendwann müssen dann auch mal wieder One-Shots her, ne? Ja, okay. Wir nehmen mit Krampus, Camilla. Alfred, was hast denn du da? Was versteckst denn du da? Er hat seine Foto auf irgendwas. Ich soll was nicht sehen. Ja? Alfred sitzt jetzt nämlich direkt neben mir in der neuen Verteilung. Und das macht mich rasend, dass er da irgendwas hat. Alfred? Nur gleich gucken. Macht mir Wahnsinn. So, okay. Na dann los. Wollen wir mal. Chance auf Gelb. Oh. Er belebt sich natürlich wieder. Doch klar. Alles andere wäre jetzt auch eine blanke Enttäuschung gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte. Das wäre auch eine blanke Enttäuschung gewesen. Wir spielen erstmal den hier. Er belebt sich natürlich wieder. Ist auch klar. Ist das eine Dreckschlüppe, Alter. Wirklich wahr. Mann, jetzt hat er Nebelfeuer nicht genommen, ey. So was, also da krieg ich echt einen Haschmich, ja, wenn dieses verfickte Handy nicht macht, was es soll. Drückst du Nebel, kriegst du Kacke. Ärgert mich. So, jetzt müssen wir die erstmal spielen, weil wir brauchen ein bisschen. Hatte ich Mana so drauf auf Sieche in irgendeiner Form? Sechs Steine sind gefallen. Hätte doch eigentlich reichen müssen. Die kann doch nicht weniger Mana haben als der Rest. Schon kurios, wie das manchmal so ist, ja? Ah, so, wir haben zumindest mal ein bisschen Heilung erlebt. Wir haben ihn an. Können jetzt quasi mit June da das Ganze verarbeiten. Spielen die auch mal rein. Blöde ist, dass jetzt der Ritter kommt und wir natürlich wieder Krampus nicht mehr anhaben. Ja.
Wir können uns zumindest mal mit dem einen Stein wieder Heilung holen. Okay. Ariel löst aus. Also es wird jetzt nicht sofort alles finito sein hier. Aber wir können zumindest mal in irgendeiner Form mitspielen. Die Überheilung ist natürlich kecke. Das ist klar. Die gelben waren gut. Aha. Die spielen wir auch. Die zwei gelben reichen, um die wieder anzumachen. Gehen wir erst auf Ariel, oder? So, pumpen wir mal drauf da. Okay. Heilung. Gelbe Stein. Immer gut. Einer müsste reichen. Voraus ist also nicht wiederbelebt. Dann machen wir noch einen. Aha. Läuft also doch. Kann es sein, dass beim Bild ein bisschen hakelig ist? Ja. Oh. So. Naja. Wir brauchen One-Shots, ja? So, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Überlege gerade. Wir nehmen den mit Rotzi. Eine Hulda. Und gucken an. Ich hab da wieder ein Gefühl. Ihr wisst ja, wenn ich ein Gefühl habe, kann das mal gut gehen, aber auch mal nicht gut gehen. Ich hab da ein Gefühl. Das ist nicht so viel. Mein Gefühl ist scheiße. Nun, jetzt brauchen wir Bewegung. Also richtig ist nicht mal viel da zum Bewegen. Zumindest mal ein bisschen lila, haben die Chance, dass unten lila nachrutscht. Okay. Ja. Na, Aramis löst eh aus, das sieht eh ganz finster aus. Also wir müssen jetzt hoffen, dass hier jetzt irgendwelche Wahnsinnskombinationen auftauchen, die im Moment nicht so aussehen. Ja, so langsam kommt Grün ins Rennen, aber nicht so, dass wir spielen können. Grün. Das ist halt alles nicht viel. Alles nicht viel. Ich meine, Rotze haut ja richtig hart rein. Ne? Das Problem ist, wir haben den Death Down drauf. Den Attack Down. Deswegen wird Rotze nicht so viel Schaden machen, ja? Sonst wäre der weg gewesen, der Kollege. Aber wir geben natürlich noch nicht auf, ne? Wir hätten aber aufgeben sollen. Ja. Wir hätten vorm Auslösen von Ariel hätten wir aufgeben sollen. Einmal eine Null, ne? Ne, zwei. Stark. Ja, was soll ich sagen? Ja, hier kurz vor Hosenschiss ist auf jeden Fall nicht mein Ding. Wir können es noch packen.
Müssten aber alles jetzt one-shotten. Stehen natürlich ganz schöne Klumpen da. Wird eine knappe Kiste? Wahrscheinlich wird es eher nichts. Ja, wahrscheinlich wird es eher nichts. Furchtbar. Fui. Ja. Nicht schön, nicht schön. Aber das ist immer, ja, wenn du kurz vor Peng kommst, das ist halt blöd. Ne? Von daher, nächstes Mal greif mal wieder früher an. Ich würde sagen, ich verabscheue mich. Ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt, es ist Kriegszeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.